So, wir sind jetzt hier im Bereich des Orschholzriegels und suchen die Höckerlinie. Ich glaube, der Timo hat schon was gefunden da vorne, ein Stück Beton. Was ist das? Ein großer Betonbrocken. Die Frage ist, ja genau, ich sehe ihn da vorne. Aber der Orschholzriegel ist meiner Meinung nach gut zu erreichen. Gut zu erreichen und auch heute noch sichtbar. Hier siehst du auch wieder definitiv Armierung und Reste von der Höckerlinie hier. Hier sind überall Reste. Da siehst du auch wieder Reste Beton. Die Frage ist nur, ob das wirklich von der Höckerlinie ist, was hier liegt, oder ob das jetzt Beton ist, eventuell von einem Sicherungsbunker. Aber der kann nicht auf der Höckerlinie gelegen haben, weil die Bunker immer hinter der Höckerlinie angeordnet waren. Nee, das ist hier, die haben die abgetragen. Die haben die abgetragen. Hier siehst du aus dem Boden die Fundamente, die Armierung rauskommen. Hier siehst du, guck mal, im Abstand von 2 Metern hast du hier die Blöcke. Ist definitiv Höckerlinie hier. Aber wir gucken mal weiter, ob wir was finden. Da haben wir es. Höckerhindernis 39. Hier haben wir die Kante. Eigentlich circa 1 Meter hoch. Und hinter der Kante, wir sind also auf der Feindseite jetzt, die Höckerlinie liegt eigentlich hinter dieser Kante. Aber da scheint ja alles abgetragen worden zu sein hier. Ja, wir sind jetzt hier auf diesem Höckerlinien-Wanderpfad, der tatsächlich die ganze Zeit hier entlang an der ehemaligen Panzersperre vorbeiführt. Und aber bis jetzt haben wir von der Höckerlinie selbst noch nichts gefunden, weil irgendjemand muss hier in den 40er Jahren diese Höckerlinie abgetragen haben. Und klar, das haben die Franzosen wahrscheinlich gemacht. Aber hier wird es jetzt spannend. Hier scheint es jetzt mal interessant zu werden. Ah, jetzt haben wir ja mal was hier. Genau. Richtig. Ja, gut. Haben sie 2 stehen lassen. Nee, da sind ganz viele. Also, da hinten sind auch noch welche. Das sieht natürlich jetzt schon mal gut aus. Da haben sie tatsächlich gelassen. Ja. Sehr schön. Das ist die Freundseite. Die Feindseite. Langsam ansteigende Höckerhindernisse. Vorne die 1 Meter hohe Kante, die ich eben gezeigt habe. Nach hinten aufsteigend bis circa 1,50 Meter hoch, würde ich sagen. Aber ich stelle mich da vorne mal dran. Ne? Kann man natürlich gut hergehen hier. Ja. Um mal so die Höhe zu checken. Ne? Also 1,50er Höhe kommt ungefähr hin. Ich bin 1,76. Passt. Sehr schön erhalten, wirklich sehr schön. Und hier kommt sogar noch ein Bach durch. Ja. Mhm. Ja klar, haben sie ein kurzes Stück offen gelassen für den Bach. Ja. Und jetzt nochmal auf die Freundseite gehen. Von hinten natürlich jetzt hier die höchsten Höcker auf der Rückseite, damit der Feind sich eben dann festfährt auf dem Höckerhindernis. Vorne sogar abgeflacht, dass man theoretisch sogar reinfahren kann. Aber der Amerikaner ist hier nie wirklich drüber gefahren. Wir bewegen uns jetzt von der Höckerlinie auf der Freundseite jetzt weg. Und hinter mir die Höckerlinie. Und im Abstand von 100 Metern, manchmal auch 200 Meter zur Höckerlinie, im rückwärtigen Raum, hat dann die Organisation TOT, die die Bunker angelegt, aber ich sehe jetzt gerade was ganz anderes. Hier würde jetzt nochmal jeder sagen, okay, da ist ein Bach oder sowas, was hier durchgeht. Das ist aber kein Bach. Das ist definitiv ein Laufgraben, der nämlich geschwungene Linien bis zur Höckerlinie da vorne führt. Das kann natürlich ein Bach sein, das ist aber ein Laubgraben hier, weil der führt zum Bunker.
Die Jungs sind schon da. Und ist das jetzt ein Bunker oder ist das jetzt eine Felsformation? Eine Stellung. Ja sicher, jetzt sehe ich auch die ganzen... Ich habe gerade gesagt auf der Kamera, hier sind Laufgräben. Und die kommen... Ich bin begeistert, Leute. Leute, ich bin begeistert. Guckt euch das mal an hier. Über 70 Jahre alte Laufgräben. Heute noch, die führen runter bis zur Höckerlinie. Hier teilt sich das T-mäßig, geht da hinten weiter, da gucken wir gleich mal. So, und hier geht es dann in eine Hangstellung rein. Sensationell. Sensationell. Hier gabelt es wieder ab nach rechts. Und hier geht es jetzt richtig. Ja, die haben es natürlich richtig gut gehabt hier, ne? Also hier. Geile Sache. Leute. Boah. Das ist ja. Ich fast im Bunker hier. Das ist natürlich eine klasse Stellung. Im Stein drin. Wahnsinn. Gut, der zu erwartende Bunker war es dann nicht. Den haben wir nicht gefunden. Aber das ist wirklich eine gut ausgebaute Stellung hier gewesen. Diese Laufgräben, die sind natürlich, die sind wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt hier in dem Bereich. Es muss eine richtig gut befestigte Infanteriestellung gewesen sein. Hier ist so viel Laub hier unten drin, dass ich mit den Schuhen ohne weiteres 20 cm einsinke. Und da teilt sich schon wieder dieses Stellungssystem. Einmal nach rechts, geht bis da hinten rüber und wieder nach links hier. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben drüber. Das ist ja wirklich der Hammer. Guck mal hier, wieder so eine Stellung. Ja, in Stein reingearbeitet. Ja. Ne? Ja, ja. Hier führt jetzt der Weg langsam mal ans Licht. Aus dem Waldbereich raus in so eine Heckenlandschaft. Immer wieder zwischendrin Bereiche, wo die Höcker definitiv zerstört wurden. Aber hier ist alles in bester Ordnung. Ja, ist ein sehr schöner Wanderweg. Kann ich jedem nur empfehlen. Und interessante Sachen rechts und links neben dem, also im hinteren Bereich der Höckerlinie, gerade mit den Stellungen da, das war schon spannend. Aber wir sind jetzt auf der Suche noch nach Bunkern, weil es müssen auf jeden Fall auch Bunker im rückwärtigen Bereich sein. Die wollen wir auch noch finden. Darunter ein nicht vollendetes B-Werk. Okay, wir sind jetzt im Prinzip, genau, ja. Hier sind wir, an dem Bauernhof haben wir geparkt, sind dann, haben wir hier rüber verlegt. Zum Wehrmachtskopf. Und da sieht man auch schon der Bereich, wo wir am Anfang waren. Da beginnt die Höckerlinie, das ist scheinbar so eine Sicherung. Aber die geht hier auch weiter Richtung Süden. Und das Interessante hier, im rückwärtigen Bereich sind überall Stellungen respektive Bunker. Ich habe jetzt noch nicht die Zeichenerklärung hier für die roten. Was sind die roten Punkte? Ah, gelber Punkt ist hier Standpunkt, rote Punkt markieren Unterstände und Bunker. Man sollte mal lesen können, ne? Genau. Und wir sind dann eben hier oberhalb, genau durch die Höckerlinie durchgelaufen jetzt. Und die Stellungen, die ich eben gefilmt habe, die haben wir in dem Bereich im Wald gefunden. So sah das nämlich damals aus, der Wald. Und da wurde eben hier
rüber gewirkt. So, spannend ist, diese hier, das hier oben, sicher auch spannend. Und hier direkt dahinter müsste auch noch irgendwas sein, wie man sieht hier. So, nachdem wir jetzt wirklich diesen ganzen Westwall-Wanderweg hier komplett einmal gelaufen sind und sind wir hier doch fündig geworden. Wir haben ja überall Bunker gesucht und jetzt haben wir einen. Er ist natürlich zerstört, ist klar, deutsche Bunker sind immer zerstört. Und da haben wir den gesprengten deutschen Bunker. Klasse. Lüftungsrohre, Armierung. Haben sie wieder ganze Arbeit geleistet und das Ding schön gesprengt. Hier siehst du die grüne Farbe noch. Ja, jetzt wird mal Zeit, hier die Sonnenbrille abzuziehen. Sehe ich nichts mehr. Decke. Metallarmierung. Ja. Okay. Kampfraum. Irgendwas war hier, eine elektrische, ich denke mal, eine Telefon, Funk, was auch immer. Und ja. Bitte jetzt nicht runterkommen, Beton, bleib da oben. Okay, das ist alles, boah, das ist richtig gut, das Eisen zerrissen ist hier durch die Sprengung. Wie dünne Fäden. Hammer, was da für Kräfte gewirkt haben müssen. Hier ist auf jeden Fall eine. Ah, geil. Da oben ist noch so ein Spion. Noch ein Spion. Das Interessante ist, hier scheint es aber noch mehr zu geben, hier oben. Da ist der nächste Bunker. Nur 20 Meter auseinander, zwei Bunker, da ist der nächste. Und so, hier haben die Kameraden dann Feuer gemacht. Hier geht's zum nächsten. Die haben sich wahrscheinlich beide gegenseitig gedeckt, die beiden Anlagen. Ich habe im Moment überhaupt keine Ahnung, was für eine Art von. Es scheinen aber beide baugleich gewesen zu sein. Wenn man mal sieht, wie dicht die beieinander sind hier. Ich würde sagen 50 Meter. Das ist eigentlich unmöglich, dass sie so dicht beieinander stehen. Und beide wirken auch in die gleiche Richtung. Aber hier scheint früher kein Wald gewesen zu sein. Rein. Ah, hier, Schnitzeljagd. William. Oh, das ist natürlich auch mal geil hier, ne? Guck mal. 70 Jahre, über 70 Jahre. Von der Sprengung um die 70 Jahre und hier wächst jetzt. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ey, macht das bloß nicht kaputt, Leute. Also, das ist geil. Ja, der Kampfbaum, was von ihm übrig ist. Ey. Ja, schöne Anlage. Jetzt wird's wieder hell. Also ich weiß jetzt nicht, was das für ein Spezi hier ist, ne? Aber ob er jetzt glaubt, dass ich das Auto nicht sehe, ne? Oder ich weiß nicht, was er für ein Motiv hat hier, ja? Keine Ahnung, aber muss das sein, mit der Karre hier jetzt zu stehen? Muss man jetzt mit der Karre hier in die Wiese fahren
und die Karre hier abstellen. Und wenn du irgendwo wanderst, wenn du irgendwo hingehst, sind genau die Typen das, die dich ankacken.